Ich habe gefragt, was geht hier vor? Was hast du denn? Jan hat mir vom Bad erzählt. Ich habe heute Freddy getroffen. Er war sehr nett zu mir. Was hast du? Freddy getroffen? Habe ich ja nicht verboten, mit ihm zu verkehren? Aber er ist doch sein Bruder. Ich habe ihn zufällig getroffen. Wahrscheinlich bei einer Schlägerei. Wegen Mädchen oder sowas. Wie kannst du so etwas machen? Spar dir deine Belehrungen. Die haben mich schon genug Geld gekostet. Mein Bruder hat Pech gehabt. Du kannst mir das nicht immer wieder vorwerfen. Ich wünsche keine Entschuldigungen. Und ich erwarte, dass du meinen Standpunkt vertrittst. Und nicht den deiner verkommenen Familie. Verkommen? Vater, du bist wirklich ungerecht. Du hältst gefälligst deinen Schnabel. Willst du vielleicht deinem Vater, willst du einem erfahrenen Mann sagen, was er zu tun und zu lassen hat? Zum letzten Mal. Du wirst Freddy nicht mehr treffen, auch nicht zufällig. Wenn er sich der gesellschaftlichen Ordnung nicht fügen kann, dann soll er sein Leben führen, wie er will. Mich geht das nicht mehr an. Meineswegen soll er im Gefängnis landen. Meineswegen soll er im Rinnstein enden. Und du bist schuld daran. Jan! Was hast du gesagt? Bitte? Wenn es dir nicht passt, du kannst auch gehen. Am besten gleich. Ich halte niemand.